Da muss man einfach auch jetzt noch mal ein bisschen, glaube ich, die Verhältnisse gerade rücken oder das überhaupt betonen. Das wäre mir sehr wichtig, wenn wir hier über verbotene Rauschmittel, verbotene Drogen reden. Je nach Drogenbericht, je nach Jahr sind das 800.000 oder 1.200 Todesfälle in Deutschland. Jeder Tote ist einer zu viel, klar. Aber es gibt 80.000 Tote durch Alkohol in Deutschland jedes Jahr. 80.000. 1,5 bis 2 Millionen Menschen gelten als alkoholkrank. Und 10 Millionen Menschen trinken in gesundheitsgefährdender Dosis. Also das ist eine ganz andere Dimension. Und beim Rauchen sind die Zahlen noch höher. Das ist aber natürlich etwas, was kulturell geadelt ist. Jeder von uns trinkt gern ab und zu mal. Das wird schnell mal auch sozusagen verharmlost, weil es eben sozusagen hochwertig ist, über irgendwie bestimmte Weine zu reden und sich als Weinkenner zu outen. Bier gilt sowieso als als Lebensmittel in Bayern und überall. Also das ist etwas, wo ich so eine Doppelmoral sehe im Vergleich zu den anderen Drogen, die viel, viel weniger Schaden insgesamt anrichten.